Donostia San Sebastian Klassikoa heißt das Ganze hier. Interessant. Herzlich willkommen zu Rennen Nummer 8 hier im Weltcup 2021. Immer noch dabei ist der gute, liebe Darts-Fan. Hi. Hallo. Schön, dass du wieder dabei bist. Schauen wir uns mal die Favoriten an fürs heutige Rennen. Müssen wir den noch großartig vorstellen? Ich glaube nicht. Nee, können wir, glaube ich, drauf verzichten. Ich bin sehr gespannt, wie das hier noch weitergeht im Weltcup. Ich kann mir gut vorstellen, dass Van Aert noch gefährlich wird in Sachen Gesamtsieg. Möglich ist es. So, dann sein Teamkollege Roglic auch mit dabei. Ist ja gut hügelig hier vom Profil her. Pogacar darf natürlich nicht fehlen bei so einem Rennen. Genauso wenig wie Alaphilippe. Und auch Egan Bernal wird hier immer zu den Favoriten gezählt, sobald Anstiege drin sind. Ja. Der Altmeister himself, Alejandro Valverde, zählt hier auch dazu, bei seinem Heimrennen natürlich. Max Schachmann liegen solche Anstiege auch. Und Adam Yates ist hier ebenfalls dabei, genauso wie Tim Pidcock, ja. Tee Spinot und Tom Pidcock, so rum. Genau. Pidcock auch so ein bisschen die Offenbarung von 2021, oder? Der ist aus dem Nichts gekommen und ist auf einmal vorn dabei. Jo. Manche Personen würden jetzt hier ein Wort in die Hand, in den Mund nehmen, das ich jetzt mal lieber nicht in den Mund nehme an dieser Stelle. Okay, und zwar. Fängt mit D an und hört mit Oping auf. Ah. Ich nehme das Wort an dieser Stelle allerdings mal nicht in Ja, das den kann ich verstehen. Es ist ein schwieriges Mund. Thema. Ja, das wird, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, das ist eine Sache, die einmal als Radsportfan immer wieder kommt und die kann man nur Radsportfans sind so eh an nur gedopt. Was ich So in auch, der also Art. da würde ich auch nicht meine Hand für ins Feuer legen fürs Gegenteil, also. Ja. Würde ich auch nicht tun, aber trotzdem geht es einem halt irgendwann mal auf die Nerven, wenn all das ständig und immer und immer und immer wieder kommt. Ja, absolut. Absolut. Ich finde, Lance Armstrong hat das schön beschrieben bei diesem Interview, wo er damals dieses große Coming Out hatte mit Oprah. Stimmt, ja. Wo er erzählt hat, dass sie vom Team US Postal damals ja erzählt haben, sie machen das und das und das und das. Und natürlich haben sie all diese Dinge getan. Ja, sie haben eine Sache ausgelassen, nämlich das mit dem Doping. Aber trotzdem haben sie diese ganze akribische Arbeit jahrelang da reingesteckt. Und das wird dann halt immer gerne runtergebrochen auf, ja gut, der war ja gedopt und dann ist es ja nichts mehr Besonderes und keine Leistung mehr, was natürlich nicht stimmt. Ja, damals waren alle gedopt. Das muss Richtig, man ja. neidlos so, mal so neidlos sagen. Also de facto das ganze Peloton. Ja, insofern war ja eigentlich, ja, waren es ja eigentlich wieder faire Bedingungen. Ja, so mehr oder weniger. Uns ging halt nicht darum, der beste Fahrer zu sein, sondern der beste Doper. Also, das kann man unterm Strich sagen. Ja, es wäre mal interessant gewesen, wenn die ganzen Fahrer von früher die Rennen mal ohne Doping bestritten hätten, ob es dann immer noch dieselben wären, die vorne wären oder nicht. Das wäre Weiß halt man nicht. interessant, ne? Ob es halt einfach alles ein bisschen langsamer gewesen wäre, aber immer noch die gleichen Sieger. Weiß man nicht. Nee. Es existiert irgend so eine Studie und inwieweit die jetzt sinnvoll ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, dass wenn niemand gedopt gewesen wäre, wahrscheinlich Ulrich alles gewonnen hätte. Aber was da dran ist, keine Ahnung. Ja, ist halt schwierig zu sagen, ne? Ist schwierig Ja, zu sagen, ja. weil er war natürlich genauso gedopt wie die anderen, also. Ja, Ah, ja, klar. schwierig. Ja, das, ich halte mich da mal raus an dieser Stelle. Ja, da kann man ja auch wirklich nur Kaffeesatz lesen, also. Ja. Richtig. Ja, der, nee, das, wie gesagt, ist halt, ist wie es ist. So ist es. Ja. So, gedopt oder Ja. nicht, hier gibt es die ersten Attacken. Während die laufen, gucken wir nochmal ganz kurz, natürlich für die Zuschauer wieder der Recap, wie es momentan aussieht. Nach 7 Rennen im Weltcup führt Mathieu van der Poel vor Jules Alaphilippe und Wout van Aert. Das sind so die drei, die noch Chancen auf den Sieg haben, kann man sagen. Sam Bennett auf Platz 4 ist schon ein bisschen weit zurück und ich glaube, so ein Rennen wie heute, das liegt ihm auch nicht gerade. Von daher sind das wohl die drei Favoriten um den Gesamtsieg. Und da ist noch nicht ganz sicher, wer sich am Ende das Regenbogentrikot holen wird hier. Jo, So, aktuell. das weiß man nicht.
Ja, wer ist echt, was ist echt das dann nächste Rennsetz? Ist Ilombardi, ja, das habe ich mitgekriegt. Genau, und das vorletzte ist Paritour. Ah, okay, gut. Gut, das. Gut, früher habe ich gesagt, dass, da kann ein Sam Bennett noch Punkte holen, aber inzwischen ist da, glaube ich, zu viel Kopfsteinpflaster drin. Ja, das wurde auch sehr verändert. Früher war das ja wirklich ein klassisches Sprinterrennen, das hat ja Erik Zabel immer sehr gerne gemocht, ne? Ja, das war echt auch so ein, echt so das letzte Aufeinandertreffen der Sprinter im Jahr, kann man, oder traditionell sagen wir es mal so. Genau, ja. Nee, und dadurch wurde das ganz schön geändert. Und das einzige Rennen, was natürlich im Weltcup früher dabei war und es jetzt nicht mehr gibt, ist natürlich die Meisterschaft von Zürich. Die habe ich ja ersetzen müssen durch die Strade Bianche, die es dafür neu gibt. Was auch okay ist als Ersatz. Also. Ja. Ja, gut, die gibt es ja nicht mehr. Richtig. Das ist schade, weil das war ja auch ein ziemlich bergiges Rennen. So kommen die bergigen Rennen ein bisschen zu kurz. Es gibt eigentlich nur noch die Lombardei-Rundfahrt, die so richtig bergig ist. Ich meine, das hier ist auch so halbwegs bergig, aber nicht in letzter Konsequenz. Ja, ja gut, Lüttich bei Storm Lüttich ist so ein ständiges Hoch und Runter, aber halt keine so richtig langen Anstiege. Genau, also die Anzahl Höhenmeter ist natürlich auch krass, aber es sind halt, fehlen halt richtig lange Anstiege. Ja. So, dann gehen wir mal auf die Spitzengruppe ein. Wir haben 5 Fahrer vorne, 2 von ESOS Startup Nation, das sind Hugo Hofstetter und Davide Cimolai. Außerdem Brent van Moor, der Sieger von der Strade Bianche hier im Weltcup. Edward Hoynes und Florian Senechal. 5 Fahrer also an der Spitze. Und ich finde es sehr interessant, dass der König Quickstep hier einen vorne mit reingeschickt hat. Immerhin haben sie ja Alaphilippe. Und damit ein sehr, sehr heißes Eisen für den heutigen Tag. Eigentlich haben sie sogar mehrere Fahrer theoretisch. Ich meine Almeida oder Evenepoel. Die könnten das Ding auch gewinnen. Ich glaube, Evenepoel hat doch sogar mal San Sebastian gewonnen, oder? Ja, kann sein. Habe ich so im Hinterkopf. Ja, glaub ja. Mhm. Ja, das ist ja so eine Glaubensfrage irgendwie in Belgien. Wer ist denn neue Eddy Merckx? Ist es Van Aert oder ist es Evenepoel? Ich finde, die beiden kann man nicht so zu 100% miteinander vergleichen. Ja. Evenepoel ist eher ein Bergfahrer oder mehr oder weniger und Van Aert ist halt so der absolute Allrounder. Er kann halt alles. Richtig. Und das Ding ist halt, Van Aert ist halt in seiner Entwicklung schon deutlich weiter, als es Remco Evenepoel ist. Ich meine, Van Aert ist ja jetzt schon seit 4-5 Jahren auf einem echt hohen Niveau im Straßenradsport dabei und Evenepoel ist ja noch relativ frisch. Der fährt jetzt oder ist jetzt 2021 seine zweite oder dritte Saison auf Top-Niveau gefahren. Ich glaube, er ist seine zweite. Ja. Aber trotzdem, was der halt manchmal leistet, das ist schon irgendwie ein bisschen krass. Definitiv, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Also beide sind krass, das muss man sagen. Ja, ja. Ja, nee, also, was ich wirklich komisch fand, hatte ich ja irgendwann auch schon mal in Kommentaren erzählt, war bei der Weltmeisterschaft, dass Evenepoel sich da so früh verheizt hat. Ja. Also da wäre, der wäre eigentlich im Finale viel wertvoller, gerade eben um das zu verhindern, was dann schlussendlich passiert ist, dass die Gruppe auseinanderfliegt. Halt dann Van Aert in den Sprint zu bringen. Das ist richtig. Und ja, ist halt die Frage, wer hat da den Fehler gemacht? War es der sportliche Leiter oder war es Evenepoel selbst, der halt einfach diese Kritik von Eddy Merckx gehört hat und sich gesagt hat, euch zeige ich's, ich fahre jetzt so mannschaftsdienlich, dass ihr alle kotzt? Ja. Weiß man halt nicht, ne? Ja, ich so für die Rolle, die Evenepoel dann hatte, also da wäre echt der Altmeister der richtige Mann für gewesen, also Philippe Gilbert. Als Helfer ist der immer noch wertvoll. Also die Rolle, also die hätte jemand anders ausführen müssen. Das Verheizen, das wäre eher sowas gewesen für Gilbert oder vielleicht für einen Thijs Benoot oder so. Ja, genau. Die haben da eigentlich so ein paar Fahrertypen, die sowas können. Also absolut. Dann Evenepoel dann halt fürs Finale, um dann halt für Van Aert die Gruppe beieinander zu halten, dass da keiner angreift. Ja, und ich finde es sehr, sehr interessant. Also Van Aert hat dasselbe Problem, wie das vor ein paar Jahren noch Peter Sagan immer hatte. Und zwar einfach, dass er zu stark ist. Der kann zu vieles zu gut und vor allen Dingen kann er verdammt gut sprinten und deshalb möchte niemand mit ihm auf die Ziellinie kommen. Ja, das. Oder auch Degenkolb, das war halt auch immer so ein Ding. Das so, mit einem Degenkolb bleibt ihm eigentlich nur noch eine Flucht. Also halt so, dass der hat nur immer keine Tour-Etappe gewonnen, also halt vor 2018. Ja. Bleibt ihm eigentlich nur noch eine Flucht, aber mit einem Degenkolb in der Gruppe will niemand auf die Zielgerade einbiegen. Also dasselbe, wie es auch Sagan hatte. Richtig. Oder und auch Christoph hatte das ja mal zeitweise. Und für einen Sprintsieg war er dann halt einfach zu schwach. Also dafür hat es dann nicht gereicht. Ja. Das ist echt schwierig.
halt bei der, gut, einzige, wo er irgendwie eine Chance gehabt hätte, wäre jetzt halt irgendwie bei der ja, so Klassiker-Ankunft halt, also da hätten dann halt irgendwie durch Windkante oder Sturz oder was weiß ich halt irgendwie Sagan und Matthews vorher zurückfallen müssen. Dann hätte er da eine gute Chance gehabt. Ja, aber das ist schon viel Wenn und Aber, damit man mal. Ja. Und selbst dann ist es natürlich nicht zu 100% sicher. Also. Ja, klar. Ja. Ja, ja. Sehr, sehr schwierig. Aber das ist tatsächlich sehr auffällig und ich glaube auch, dass viele Erfolge von Julio Alaphilippe wirklich Wout van Aert zu verdanken sind, gerade bei den WMs der letzten Jahre. Mhm. Weil es war bei beiden so, dass immer die Gruppe um van Aert dann gesagt hat, ey, ich fahre nicht mit dir, weil du ziehst mich im Sprinter ab. Und das hat dann brutal Alaphilippe in die Karten gespielt, der halt einfach alles oder nichts weggefahren ist. Ja, ja, das hatten es mal zum Beispiel jetzt auch so, weil halt auch Van Aert dann halt im Finale keinen Teamkollegen mehr hatte. Also jetzt auch zum Beispiel in 2020 wäre da ein Evenepoel noch dabei gewesen. Ich glaube, der hätte das geschafft, den Alaphilippe wieder einzufangen. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit größer, ja. Richtig. Ja, also da, wenn halt irgendwie der dann halt auch noch mit in der Gruppe gewesen ist, sagt, gut, ich habe im Sprint eh keine Chance, und daher fahre ich jetzt hier vorne all in, um den Ausweiser wieder einzufangen. Genau. Und deshalb ist es eben so schade, dass er sich da so früh verheizt hat. Ja, das wäre eigentlich so genau sein Job gewesen, halt dafür zu sorgen, dass da keiner wegkommt und dass Van Aert in den Sprint kommt. Richtig. Hat nicht so gut geklappt. Ja, aber halt auch, gut, diese WM, aber der Kurs bei dieser WM hat mich ja ohnehin sehr überrascht, weil sie hieß vorher mal, dass diese Zielrunde dem GP van Leuven entspräche und den hat unter anderem André Greipel mal gewonnen. Deswegen hatte ich diese Zielrunde eigentlich als viel weniger selektiv eingeschätzt. Mhm. Tja, ja, das Ding ist halt, es ist nur so selektiv, wie ein Alaphilippe fährt, ne, und dadurch, dass natürlich die ganze Zeit Remco Evenepoel davor Tempo gemacht hat. Eigentlich hat Evenepoel Tempo gemacht für Alaphilippe, wenn man es blöd... Ja gut, die sind ja auch im abseits der WM in einem Team. Da gab es ja auch schon manche böse Zungen, die gesagt haben, irgendwie war ich jetzt zu Alaphilippe loyal. Ja, kann ich verstehen, woher diese, woher diese Sätze kommen, auf jeden Fall. Ja. Nee, also... Wie gesagt, also es gab ja eigentlich ein paar Mannschaften, die durchaus ein Interesse daran gehabt hätten, dass das Feld beieinander bleibt. Also jetzt Deutschland, Italien oder auch Australien. Die haben eigentlich alle so ihre Leute nicht mitgenommen, die jetzt eigentlich sowas hätten hinkriegen können, dafür zu sorgen, dass das Feld beieinander bleibt. Mhm. Also jetzt halt so jetzt Deutschland einen Toni Martin, Australien einen Rowan Dennis oder Italien halt einen Filippo Ganna. Ja. Also klar. Die drei, die wären, denke ich mal, schon in der Lage gewesen, dafür zu sorgen, dass da über eine ziemlich lange Strecke keiner wegkommt. Wobei ich mich halt bei Deutschland frage, für wen wollen die das Feld zusammenhalten? Also da fehlt mir so ein bisschen der Kapitän, der das Ding am Ende gewinnen kann, ehrlich gesagt. Ja, gut, weil ich halt noch nicht wusste, wie selektiv der Kurs. Ich dachte ursprünglich, das wäre vielleicht was für Dege oder Ackermann. Also Dege, Ackermann vielleicht, ja, aber... Ja. Also weiß ich nicht, Dege kann ich mir nicht vorstellen, dass der noch eine WM gewinnt. Ja, der war ja einmal echt nah dran, hat dann oder zweimal eigentlich, aber hat beide Mal nicht geklappt. Richtig. Tja, ja. Also wie gesagt, also aus deutscher Sicht, also ich hatte so gedacht, so es könnte vielleicht was sein für Ackermann, weil der ist ja schon einer, der so ein bisschen noch über Hügel ganz gut rüberkommt. Mhm. Also wer Sport Frankfurt gewinnt, der kann nicht der allerschlechteste Hügelfahrer sein. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Also reinrassige Sprinter haben da ja eigentlich meistens keine Chance bei Sport Frankfurt. Die werden doch meistens abgehängt. Ja, weiß ich nicht. Alexander Christoph ist ein gutes Gegenbeispiel. Aber... Der hat aber auch die Flandern-Rundfahrt mal gewonnen. Also der ist schon auch einer, der ganz gut über Hügel mit rüberkommt. Das stimmt, ja. Da hast du recht. Ja. Also, wie gesagt, ist jetzt halt kein Sprintertyp wie jetzt irgendwie ein Marcel Kittel oder Mark Cavendish. Richtig, oder Sam Bennett, ja, also, das stimmt. Ja, Sam Bennett, also als solche Fahrertypen. Mhm. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ja. So, Attacke. Also, der ist schon. Wout van Aert und Van der Poel versuchen es jetzt. Hier 37 Kilometer vom Ziel und Alexander Mburu springt mal hinterher, ganz locker. Van der Poel sieht gar nicht mehr so rund aus hier. Ja,
Da ist er wohl zu in den roten Bereich reingegangen. Hirschi geht, Roglic auf Hinterrad, Buchmann dabei. Es ist halt so ein, es ist halt so ein Cheat, wenn du Pogacar heißt und einen Mark Hirschi als Helfer hast bei solchen Rennen. Ja. Das gehört verboten, das, ey. Ja, das stimmt. Oh, Buchmann versucht's. Ja, macht jetzt. Van Aert ist dabei, Pogacar. Oh, Van Aert mit Problemen. Van der Poel wieder eingeholt. Oh, ja. Und jetzt versucht's Schachmann. Luzenko am Hinterrad. Und Primoz Roglic greift ebenfalls an. Jetzt sind es so viele Fahrer, die hier angreifen, dass ich mir sogar vorstellen könnte, dass hier mal jemand wegkommt. Aber ja, weiß nicht, ja, ganz vorne ist immer noch Warren Barguil. Genau, Warren Barguil immer noch weg. Ganz vorne, 32 Kilometer vom Ziel. Dann Aramburu auch noch vorn. Und dahinter Schachmann, gefolgt vom Team mit den ganzen Favoriten, wo auch Van der Poel, Van Aert und auch Alaphilippe noch drin sind. Und da macht jetzt João Almeida das Tempo für seinen französischen Teamkollegen. Jo. Wen haben wir hier noch drin? David Gaudu, Bernal, Uran, Yates, Simon Yates, über den haben wir ja schon gesprochen. Die Hoffnung für das Team Bike Exchange. Nibali auch noch dabei. Ja, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, so die Ankunft nach dieser Abfahrt, das ist was für ihn, aber heutzutage nicht mehr, leider. Das ist wohl wahr. Oh, und Van Aert ist ein bisschen abgehängt hier. Wird jetzt gleich wieder reinkommen, aber alleine, dass er schon zurückgefallen ist, ist ein bisschen überraschend. Tom Pidcock hier auch am Ende der Gruppe. Sagan war, glaube ich, noch dabei. Sagan ist dabei, ja, auf jeden Fall. Habe ich gerade auch gelesen. Rudi Mollard haben wir noch. Und Nieve ist auch noch drin. Und es gibt die nächsten Attacken. Michael Wahlgren und Michael Matthews. Warum auch nicht? Und jetzt werden ja auch die Ausreißer wieder eingeholt. Also auch Warren Barguil ist wieder eingeholt. Jetzt gucke ich gerade mal, ist denn Nairo Quintana noch mit drin? Nö. Hier ist Connor Swift. Wo ist denn Quintana bitte? Dan Martin haben wir hier hinten. Müssen wir mal ganz kurz gucken, weil Nairo Quintana wäre ja auch jemand, dem sowas liegen sollte. Hier. Da ist er. Und der ist noch weiter zurück. Eieiei. Der hat wohl irgendwie seinen schlechten Tag erwischt heute. Ja, das ist allerdings heftig. Ja. Ganz schön weit zurück. Also da wird's nichts geben. Es wird nichts. Für ihn. Ja. Und damit wahrscheinlich auch nicht für sein Team. Ja, letztes Jahr in der zweiten Liga hat der ja zwei Rennen gewonnen, der Quintana. Ja, unter anderem Köhne-Brüssel-Köhne. Fand ich sehr schön. Ja, das war so wahnsinnig überraschend. Irgendwie greift auf einmal Quintana an. Das war sehr schön, ja. Definitiv. Es war sehr unerwartet. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt Connor Swift. Attackiert der? Nö. Mark Hirschi geht jetzt vor. Er will aber, denke ich, Tempo machen für seinen Kapitän Pogacar. Bin sehr gespannt auf den Schlussanstieg. Das könnte... Sieht sehr steil aus. Ist definitiv steil und ist vor allen Dingen nicht weit weg vom Ziel. Also wer da vorne rüberkommt, der hat eine gute Chance, das Rennen zu gewinnen. Also wer oben mit einem gewissen Vorsprung alleine rüberkommt, der hat das Rennen gewonnen, wage ich jetzt mal zu behaupten. Weil Verde ist sehr gut positioniert. Der sieht motiviert aus. Ja, na gut, das ist so quasi sein Heimrennen. Mhm. Kann man auch verstehen. Das ist es wohl. Und Mark Hirschi wird jetzt hier vom ganzen Feld als Sündenbock genommen. Der muss jetzt hier Tempo machen. Kein anderer hilft ihm. Jetzt kommt hier noch Miguel Ángel López mit nach vorne. Fährt auch. Er sieht ja fast so aus, als wäre er tatsächlich Valverde der Kapitän des Teams Movistar. Definitiv. Oh, krass, definitiv ist er auch. Ja. Ja. López macht jetzt auch mal ein bisschen Tempo. López fährt auch bislang einen sehr verhaltenen Weltcup. Aber gut, er ist auch ein reiner Bergfahrer. Vielleicht sieht man bei der Lombardei-Rundfahrt was von ihm. Ansonsten... Ja, die anderen Rennen, das ist einfach zu leicht für ihn. Richtig. Hügel ist er leider auch nicht mehr so stark, wie es noch in meinem Austria-Cars bzw. Zeclair-Karriere ist. So, und jetzt gehen wir rein in den entscheidenden Anstieg. Jonas Vingegaard macht Tempo, dahinter Roglic. Und jetzt greift Pogacar an, oder? Sieht so aus. Ja. Pogacar versucht zu gehen. Und Warren Barguil kontert schon wieder. Wahnsinn. Roglic mit dabei, Van der Poel, so ein Haufen übliche Verdächtige. Ja, und Van der Poel attackiert drüber. Ja. Aber ist instant platt. Ja. Hat sich wohl überschätzt. Schachmann am Hinterrad. Alles, auch Michael Woods noch. Bisher bleibt es zusammen. Mal sehen. Weil sie sind jetzt so gut wie oben.
Ja. Das riecht irgendwie fast schon nach Sprint. Ja, ja. Und jetzt greift Lucas Hamilton an und Valverde versucht zu kontern. Und Alaphilippe geht mit. Ist eine sehr gute Ausgangsposition für Valverde. Alaphilippe, ja. Dann ich Van der Poel, dann Schachmann. Wo ist Van Aert? Ah, der ist ein bisschen weiter zurück. Der scheint nicht so fit zu sein heute. Ja. Und Valverde. Alter. Das wär's jetzt, aber da kommen die anderen schon wieder. Da kommen die anderen jetzt schon wieder. Der Sprint beginnt, weil Valverde rechts, links kommt noch Van der Poel. Van der Poel ist schneller und Van der Poel holt sich hier den vierten Sieg. Ganz knapp voll Valverde. Oh, wie bitter. Das Lucas Hamilton gewesen, wird Dritter für Bike Exchange. Big Points, sage ich nur. Schachmann wird noch Fünfter. Ja, dann Almeida, Yates, Alex Adam, Uran, Alaphilippe auf 9, Roglic auf Rang 10, Barguil wird 11. Nieve holt auch nochmal Punkte für Bike Exchange auf Platz 12. Also ganz, Van ganz Aert stark. Macht auch noch ein paar Punkte. Stimmt, Van Aert wird 18. Das dürfte dann 4 Punkte für ihn geben. Was natürlich nicht so ganz die Welt ist. Also er ist heute. Aber macht noch Punkte, aber das war heute irgendwie nicht sein Rennen. Das war nicht so sein Rennen und das war natürlich das Rennen für Mathieu van der Poel. Also ja. Da hat er mal die ganzen Kritiker oder die ganzen Zweifler verstummen lassen und ist wieder da. Ja. Ja. Hat sich mal ein Rennen Pause genommen in Hamburg und jetzt ist er wieder im Stüssel und holt hier souverän, muss man sagen, den Sieg. Warum wird jetzt hier auf Patrick Konrad gezoomt? Na egal. Das wissen wir nicht. Ja. Das wissen wir nicht. Das ist immer ein bisschen random. Ja, so, hier, mir auch so vor. Hier nochmal der Sprint von vorne. Es sah wirklich gut aus für Valverde. Ich hätte es ihm gegönnt. Ich auch. Das wäre es irgendwie so gewesen, der gewinnt mit 41 nochmal so ein Rennen. Ja, definitiv. Aber Van der Poel war einfach zu stark. Und Lucas Hamilton auf Platz 3 hat mich echt krass überrascht. Der hat ja oben am Berg schon mal attackiert und hatte jetzt hier noch die Kraft im Sprint, obwohl der nicht mal so ein Top-Sprinter ist, im Gegenteil, nochmal so weit nach vorn zu fahren. Also das gibt's manchmal. Ja, so ist es. Und da Van der Poel zündet die Rakete. Ja, aber hier hat Valverde noch mitgehalten, aber dann gingen ihm wahrscheinlich so ein bisschen die Kräfte aus. Der hat viel zu früh losgelegt, würde ich gefühlt sagen. Hier sehen wir nochmal Van der Poel. Also ganz, ganz knappes Finish. Eieiei, ist das bitter. Puh, hat nicht viel gefehlt. Aber gut, Van der Poel gewinnt. Vor Valverde und Lucas Hamilton überraschend auf Rang 3. Gutes Ergebnis für Bora mit Platz 4 und 5. Das gibt ordentlich Punkte in der Teamwertung. Und Rigoberto Urán holt auch wichtige Punkte für Education First mit Platz 8. Also dieser Fight zwischen Bike Exchange und EF geht weiter. Aber ich glaube, heute hat Bike Exchange ein paar Big Points geholt im Kampf um den Klassenerhalt. Aber werden wir gleich sehen in der Tabelle. Von Barguil auch wieder mit Punkten. Also Akea Samsic fährt echt eine geile Saison. Muss man so sagen. Ja, und Peter Sagan ist nicht mehr der Jüngste. Jo, irgendwie jetzt bin ich wieder, auch wieder da. Irgendwie war bei mir gerade eben der Streamer weg. Oh, okay. Aufgehängt. Na gut. Keine Ahnung, was da war. Na gut, okay. Aber das Finale hast du ja zum Glück mitbekommen. Ja, das wäre jetzt doof gewesen, aber nur die Siegerehrung habe ich jetzt halt nicht gesehen. Ja, gut, ey, ganz ehrlich. Die Animation, die kennen wir auswendig. Ja, die kennen wir in- und auswendig, das ist korrekt. Okay, dann sehen wir uns gleich zu den Gesamtständen wieder. Genau. So, damit also nochmal das Ergebnis vom Klassiker San Sebastian. Van der Poel lässt wieder mal seine Muskeln spielen, holt sich den vierten Sieg. Hat er letzte Saison schon in der zweiten Liga gemacht, jetzt auch in der ersten Liga. Also wirklich unfassbar der Typ. Zweiter wird Valverde und dritter Hamilton. Natürlich Lucas Hamilton, nicht Tyler. Ja, und noch ein kurzer Nachtrag von mir. Das ist dem Darts-Fan gerade zum Glück aufgefallen. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich in der letzten Folge Pascal Ackermann, wahrscheinlich weil wir schon so drüber geredet haben, aus Versehen zum Team UAE in meinem Kopf hinzugefügt und hier UAE hingeschrieben und dann dementsprechend UAE die 40 Punkte gegeben. Das war natürlich Quatsch, habe das Ganze korrigiert und dementsprechend Bora jetzt mit 40 Punkten mehr als davor und UAE mit 40 Punkten weniger. Also danke auch nochmal an dich, dass du mich darauf hingewiesen hast, weil
Da habe ich irgendwie einen Hirnfurz gemacht. Soll vorkommen. Ja, das ist wohl wahr. So, und damit kommen wir zur Einzelwertung. Mathieu van der Poel mit dem vierten Sieg. Natürlich baut er damit seinen Vorsprung aus. Und der Punkteschnitt lässt sich auch sehen. 63 Punkte pro Rennen. Das ist schon nicht schlecht. Alaphilippe auf Rang 2 und Wout van Aert heute nur 4 Punkte geholt, damit auf Rang 3. Und auch Alaphilippe hat echt zu wenig Punkte geholt, dafür, dass es heute ein Rennen war, was ihm eigentlich auf den Leib geschneidert ist. Das stimmt. Also Alaphilippe hätte ich da deutlich weiter vorne erwartet eigentlich. Definitiv. Und damit sieht momentan alles danach aus, dass Mathieu van der Poel nach dem Zweitliga-Weltcup auch den Erstliga-Weltcup gewinnt. Ja, das ist ziemlich gut. Aber mal schauen. Zwei Rennen sind noch. Rechnerisch ist es noch möglich für Wout van Aert und für Alaphilippe. Rechnerisch. Es ist nur sehr unwahrscheinlich. Aber wenn jetzt Van der Poel keine Punkte mehr holt und Wout van Aert beide Rennen gewinnen würde, dann hätte er den Weltcup gewonnen. Je nachdem, was Alaphilippe macht natürlich. Mal schauen, wie es kommt. Valverde möchte ich auch mal sagen, Vierter jetzt in der Gesamtwertung. Und bei dem kann ich mir auch vorstellen, dass der bei der Lombardei-Rundfahrt nochmal Punkte holt. Also auch das wirklich alle Ehren wert. Und der Vollständigkeit halber Bennett auf Rang 5, Askren 6. Pidcock auf 7, Ewan auf 8, Demar auf Rang 9 und Warren Barguil sehr, sehr stark auf Rang 10. Ja, hast du zur Einzelwertung noch irgendwas hinzuzufügen? Nö. Ja gut, aber halt auch gut, hatte ich glaube ich in deinem letzten Video schon gesagt, dass Van Avermaet so weit oben ist, verwundert einen halt irgendwie, wenn man jetzt halt nicht den PCM sieht, sondern das Real Life. Das ist richtig, ja. Ja, dem haben natürlich die ganzen Kopfsteinpflasterrennen geholfen. Flandern Tour, ja. Roubaix und auch Strade Bianche wird ja hier im Spiel so halbwegs als Kopfsteinpflaster gezählt. Ja. Das hat ihn so ein bisschen nach oben gespült. Ja, und damit kommen wir zur Teamwertung. Der König Quickstep weiterhin souverän auf der 1. Alpecin Phoenix auch sehr souverän auf der 2. Und Jumbo Visma, ja, auch mit einem guten Abstand auf Rang 3. Lotto Soudal und UAE folgen dahinter. Ineos Grenadiers auf Rang 6 und Bora Hansgrohe auf Rang 7. Ja, Movistar auf Rang 8, auch solide, wenn man überlegt, dass das die Mannschaft ist, die letzte Saison ganz knapp dem Abstieg entkommen ist. Muss man sagen, stellen sie sich dieses Jahr deutlich besser an und das, obwohl die ja eigentlich keine Neuzugänge oder sowas haben. Aber gut. Dann FDG auf Rang 9, Trek Segafredo auf der 10 und dann folgen Aschu Desert und Arkea Samsic, die beiden französischen Teams. Und bei den zwei kann man sagen, die sind wahrscheinlich durch. Wenn da jetzt nicht was komplett Beklopptes passiert, sollten die mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Ganz anders sieht das aus ab Platz 13. Und damit tatsächlich den Titelverteidiger des Vorjahres, DSM, damals noch Sunweb, mit 124 Punkten. Die sind tatsächlich nicht ganz aus der Risikozone raus. Bike Exchange hat einen richtig fetten Sprung gemacht heute durch Mikel Nieve, aber vor allen Dingen Lucas Hamilton, haben jetzt 122 Punkte. EF Education Nippo haben auch nochmal Punkte geholt mit Uran, 113 sind es jetzt. Israel Startup Nation ist auf 112 Punkte und Astana, die sind heute leider leer ausgegangen und das war ein Fehler, denn die sind jetzt prompt auf einem Abstiegsplatz mit 108 Punkten, aber das rettende Ufer ist ja nur 4 Punkte weg. Also alles sehr, sehr eng beisammen. Das zwischen 13 und 17 gerade mal 16 Punkte, das ist ja gar nichts. Das ist wirklich absolut verrückt, da gebe ich dir recht, ja. Also das kann auch sehr, sehr spannend werden auf den letzten beiden Rennen. Ja, ich bin mal gespannt, Paris-Tour ist ja eher flach, eher Kopfsteinpflaster. Das könnte was sein für IF mit Bettiol oder für Israel mit Van Marke, denke ich mal. Mhm. Und dann Lombardei-Rundfahrt. Wir haben schon drüber gesprochen, Off-Cam, Astana vielleicht. Eine Möglichkeit für Astana mit Lutsenko, Fugesang, wen sie da alles haben, eventuell nochmal da unten rauszukommen. Ja, nur jetzt mal kurze Frage. Wie würde denn dann eigentlich entschieden, wenn jetzt, könnte ja in der Theorie passieren, dass der 16. und der 17. am Schluss gleich viele Punkte hätten? In dem Fall würden beide absteigen. In dem Fall würden beide absteigen und aus der zweiten Liga würde dann halt eine Mannschaft mehr hochrücken.
Das wäre dann übrigens die Mannschaft Uno X. Also, das wäre geil. Uno X im Erstliga-Weltcup. Die würden sich dann wahrscheinlich auch sehr freuen. Ja, da würden dann, glaube ich, die Sektkorken knallen. Definitiv. Aber es ist nicht ausgeschlossen, du hast recht. Das kann passieren. Es ist saueng da unten. Also, ja, alles möglich. In der Theorie kann das passieren. Das wäre jetzt natürlich der Oberbrüller. Ja. Wenn Uno X in die ersten Liga aufsteigt. Ja, und dann haben wir halt noch, dürfen wir auch nicht vergessen, Intermarché und B&B ganz unten mit 6 bzw. einem Punkt. Ja, rechnerisch ist auch da noch nichts verloren. Also wenn durch irgendwie einen blöden Zufall einer von diesen Teams das nächste Rennen gewinnt, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Aber es ist unwahrscheinlich. Aber hey, ich sag nur FAPL, also mal abwarten. Man weiß nie, was passiert. So ist es. Ein Rennen kann da natürlich reichen, um alles rumzureißen. Aber ja, schauen wir mal. Also, in dem Sinne, Paris-Tour kommt als nächstes und dann zum Abschluss die Lombardei-Rundfahrt. Bin gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Ich denke mal, wer die Teamwertung gewinnt, steht ja außer Frage. Wer die Einzelwertung gewinnt, sieht auch schon relativ safe aus. Aber in Sachen Abstiegskampf, da haben wir wirklich noch Spannung pur in den nächsten 2 Folgen zu erwarten, denke ich. Genau so ist es. Alles klar, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und die letzten Worte, wie immer, gebühren dir, lieber Darts-Fan. Jo, dann